Die fragen euch jetzt vielleicht, was hat so ein Typ wie ich in einer Garage zu suchen? Tja, ich bin Sicherheitsexperte. In vielen Jobs lauern unterschiedliche Gefahren. Genauso auch in Garagen. Und manchmal ist man sich denen gar nicht so bewusst. Ich zeige euch heute ein paar Gefahren, die hier lauern. Und gleichzeitig zeige ich euch auch, wie ihr die verhindern könnt. Die erste Gefahr ist der Stolperunfall. Die sogenannten Stolperfallen können immer wieder auftreten und haben unangenehme Folgen. Damit ihr die vermeiden könnt, müssen klar erkennbare Arbeitswege festgelegt werden. Die müssen immer frei und sauber sein. Auch wenn ihr mal im Stress seid, ist es wichtig, dass ihr die vorgegebenen Arbeitswege braucht. Natürlich müssen auch die Fluchtwege immer frei begehbar sein. Und habt Ordnung an eurem Arbeitsplatz. Die nächste Gefahr elektrisiert. Es geht um Elektroautos. Die Anzahl von E-Autos auf Schweizer Strassen nimmt immer weiter zu. Das ist ökologisch sehr sinnvoll. Wenn man es aber mal flicken muss, lauern tödliche Gefahren. Elektroautos stehen unter Strom. Der muss vor allen Arbeiten an den Autos unterbrochen werden. Aber Achtung! Nur speziell ausgebildete Fachpersonen dürfen den Strom unterbrechen. Das heisst, Spannungsfreiheit herstellen. Dabei müssen 5 wichtige Grundregeln beachtet werden. Erstens, der Strom muss freigeschaltet und auf alle Seiten getrennt werden. Zweitens, es muss gewährleistet sein, dass der Strom nicht wieder eingeschaltet werden kann. Drittens, die Spezialistin oder der Spezialist muss die Spannungsfreiheit prüfen. Viertens, alle Teile, die unter Spannung geraten könnten, müssen abgedeckt werden. Fünftens, falls solche Teile nebeneinander liegen, müssen die zusätzlich noch abgeschrankt werden. Sobald alle Regeln befolgt worden sind, kann das Fahrzeug entsprechend gekennzeichnet und zur Reparatur freigegeben werden. Auch nach der Reparatur gilt, die Spannung darf nur von einer ausgebildeten Fachperson wiederhergestellt werden. In einer Garage wird gespritzt, geschweißt und geschliffen. Oft fliegen dabei Kleinteile in der Luft herum. Die können in die Augen kommen und im schlimmsten Fall zur Erblindung führen. Bei Arbeiten mit umfliegenden Kleinteilen ist es darum wichtig, dass ihr eine Schutzbrille trägt. Natürlich müsst ihr bei Lärmbelastung auch immer einen Gehörschutz tragen. Und auch wenn es mal chaotisch ist, sagt euch den Kolleginnen und Kollegen, wie wichtig das es ist, dass sie ihre Schutzausrüstung tragen. In Garagen wird mit unterschiedlichen Stoffen gearbeitet. Ein paar davon sind extrem brennbar und damit sehr gefährlich. So zum Beispiel Farben, Spraydosen oder Lösungsmittel. Gebt darum Acht, dass ihr die Stoffe und Mittel immer korrekt lagert. Solche brennbare Stoffe dürfen nur in den Originalbehältern gelagert werden. Denkt auch daran, dass ihr sie immer korrekt beschriftet. Kleinere Mengen könnt ihr in nicht brennbaren Schränken oder Räumen aufbewahren. Das könnt ihr aber nur, wenn die Räume oder Schränke künstlich oder natürlich belüftet werden. Grössere Mengen müsst ihr immer speziell lagern. Für einen Kontakt mit brennbaren Stoff gilt, die müsst ihr immer Händchen, Schutzbrillen und Schutzkleider anlegen. Nicht nur brennbare Stoffe oder umfliegende Teile sind Gefahren in Garagen. Nein, auch Sturz- oder Rutschunfälle können zu schweren Verletzungen führen. Die Unfälle passieren meistens, wenn rutschige oder nasse Stellen nicht mit einer Warnpyramide gekennzeichnet sind. Wenn, wie in diesem Fall, Öl oder andere Flüssigkeiten austreten, müsst ihr dies sofort mit einem Ölbindemittel zusammennehmen und entfernen. Und achtet darauf, dass ihr Schmutzschleusen braucht
und im Winter Splitstreuen. Wir haben uns jetzt 5 Risiken näher angeschaut. Natürlich gibt es auch noch andere Gefahren, die in die Garage lauern. So zum Beispiel beim Arbeiten auf Leitern, beim Spritzlackieren mit giftigen Stoffen oder beim Heben von schweren Lasten. Wichtig ist, dass ihr immer die Regeln der Arbeitssicherheit beachtet. Das macht zu eurer eigenen Sicherheit und Gesundheit. Praktische Informationen zur Arbeitssicherheit in eurer Branche findet ihr unter www.safeatwork.ch.